Und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Silent Hill Origins. Ja, in der letzten Folge haben wir ein Mädchen aus den Flammen gerettet und nun sind wir auf der Suche und schauen, ob diese denn auch hier im Krankenhaus angekommen ist. Anscheinend haben wir hier aber nur einen Doktor gefunden, der aber ja Besseres zu tun hat, als mit uns zu sprechen. Von daher schauen wir jetzt mal, was wir mit dem Schlüssel anstellen können, den wir gefunden haben. Und ich denke mal, dass wir da in die Lounge reinkommen. War ja auch der Lounge-Schlüssel. Eine Lounge. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Tatsächlich. Okay, hier ist es blockiert. Dann gehen wir da mal rein. Zigaretten, Kaffee. Guck mal, die qualmt sogar noch. Die Kippe. Lucy 23 sucht dich. Ich mache gerne Sport. Lucy 23 und Amy 31 hatten wir. Oder 33 hatten wir, ne? 31. Lucy 23, Amy 31. Alter vor Schönheit. Ich weiß aber nicht, wer ist denn jetzt davon schön und wer hässlich? Ich habe einen Toaster gefunden? What? Oh, und den Examenraumschlüssel. Okay. Wahrscheinlich kann ich mit dem Toaster schlagen. Nur alte Textbücher, Berichte, Magazine, nichts, was ich gebrauchen kann. Ein Energy Drink. Habe ich auch mal eine Zeit lang getrunken wie ein Bekloppter. Energy Drinks, aber mittlerweile sind mir die viel zu süß geworden. Umbau. Wie Sie wissen, ist bei der Renovierung der oberen Etage zu Problemen gekommen. Das Leck in den Rohrleitungen sowie das verwendete minderwertige Material haben uns dazu gezwungen, die dritte Etage bis auf Weiteres zu schließen. Das erinnert uns an das vertraute Sprichwort, sowas kommt von sowas. Okay. Uns stehen nun weitere 6 Monate Bauarbeiten bevor, die unsere Kapazitäten für das kommende Jahr reduzieren werden. Wir müssen daher unsere Ausgaben für die Patientenbetreuung und Arzthonorare um 50% reduzieren. Aus diesem Grund bitten wir die Ärzte, möglichst wenig Patienten stationär einzuweisen, sofern sie nicht in ihren Armen im Sterben liegen. Wird nicht eingewiesen. Mitarbeiterfeier. Aha. Keine Sorge. Die Mitarbeiterfeier findet weiterhin statt. Unsere Freizeitbudgets sind unantastbar oder ist unantastbar. Wir alle treffen uns am Freitag um 20 Uhr in Annie's Bar. Alkohol medizinischer natürlich und Speisen sind umsonst. Kommen Sie früh, um eine Auszubildende abzubekommen. Die sind schnell vergriffen. Was für ein... Was ist denn das für ein Rotzladen, Alter? Oh, eine geile Ärztin, eine geile Auszubildende Lucy 23, Alter. Komm, hol sie dir. Trink den medizinischen Alkohol und knall die Alte. Was ist denn das für ein Krankenhaus? Aber auch überhaupt den Lohn, also das alles um 50%. Also, zu drücken quasi, das ist heftig. Nur weil das Krankenhaus renovieren muss. Auf einen Lohn verzichten, auf einen halben Lohn. Da brauche ich ja gar nicht mehr arbeiten gehen, da will ich mir sofort einen neuen Job suchen. Macht doch keiner. So, hier ist noch mehr Alkohol. Alkoholflasche. Das ist wahrscheinlich der von der Mitarbeiterfeier. Ja, ein Plastikmagen und ein Plastikgehirn. Eingeweide, sorry. Sah aus wie ein Hirn. So ein Lichtschalter. Sarah 19. Okay. Die war wohl sehr schnell vergriffen dann. An das gesamte Personal ist es untersagt, mein Büro ohne meine ausdrückliche Genehmigung zu betreten. Dr. Kaufmann. Kaufmann. So, genauer anschauen, ja. Hab ich denn alles dafür? Sieht aus, als würde mir noch was fehlen. Ja, Lunge hier. Was? Alter, ich muss aber... Oh, ich glaube, ich muss schon wieder niesen, ey. Oh.
So, da fehlt doch aber was, oder? Egal, die sind auf jeden Fall schon mal drin, die Dinger. Wahrscheinlich fehlt das Herz oder so. Ach ja, genau. Das ist ja... Ah, ja, ja, doch, 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 klar. Aber wir haben ja jetzt alle drei Lösungen quasi. Ne? Das heißt, wir könnten uns das Herz ja schon holen. Medizinraum. Der ist natürlich zu, da kommen wir nicht durch. Jetzt muss ich gerade mal eben überlegen, wo war das denn mit? Guck mal, hier da oben ist auch noch eine Tür. Da bin ich mir nicht genau sicher, ob wir da jetzt schon durchkommen. Können wir mal gerade eben schauen. Und sorry, falls ich viel auf die Karte schaue, aber das ist mir hier gerade alles noch sehr verwirrend. Anderen Seite verschlossen und hier war der Elevator, ne? Genau. Jetzt muss ich gerade mal eben gucken. Wie kann ich das denn rauszoomen, ey? Hä? Ach so, mit X. Ah. So, gucken wir mal eben. Da ist die Puppe. Ist das jetzt... Warte mal, ist das jetzt die normale Welt und das nicht, oder was? Second Floor. Ja, das heißt, wir müssen eigentlich wieder hoch? Hä, jetzt bin ich gerade total verwirrt, warte mal. Mit der Karte checke ich jetzt gerade nicht. So, jetzt gucke ich nochmal. So, da können wir aber eh nicht weiter. Da ist nur der Spiegel. Jetzt durch den Spiegel gehe, dann ist das aber richtig. Das passt schon. So, welche Tür war das jetzt? Die da vorne. So. Zack. Jetzt können wir hier durch. Alter vor Schönheit. Also die Älteste als Erstes, oder was? So, und jetzt müsste das ja theoretisch ganz am Ende vom Gang sein. Alter vor Schönheit. So. Also, was hat man denn jetzt hier? Alter vor Schönheit. Das heißt, 3, 1. Zwei, drei, eins. Nein. So, das ist das Plastikherz. Und jetzt können wir theoretisch den kompletten Weg wieder zurücklaufen, oder? Ja, müsste eigentlich, ne? Dann können wir das Herz einsetzen und dann geht's wahrscheinlich irgendwie weiter. Ja, kämpfen lohnt sich, finde ich, jetzt hier gerade noch gar nicht, weil mit den Waffen, die ich hier habe, die sowieso kaputt gehen. Möchte ich mir das gerne sparen. Aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man die Kamera nicht drehen kann. Das macht das Ganze so ein bisschen... Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen beengt. So, warte mal, wenn ich jetzt... Ja, ja. Muss wieder den Elevator nehmen und dann...
Vom Keller war bis jetzt auch noch gar nicht die Rede, ne? So, jetzt können wir da in den Examenraum. Examenraum? War das der hier? Da setzen wir jetzt das Herz ein. Ach so, ich verstehe, ich verstehe. Von wegen, die Blinden brauchen auch Augen, um zu sehen oder irgendwie sowas, war ja das Rätsel. Jetzt ist natürlich die Frage, war das hier oder war das in der anderen Welt? Warum eigentlich nur Second Floor? Oder wird mir immer nur... Ach, da ist der First Floor. Ach so. Das ist der Second Floor. Ah. Zazazaza. First Floor, Second Floor. Aber wo war das denn jetzt nochmal? Das ist ja der Ausgang. Das war der Exit. Da war die Spiegelwelt. Dann muss das ja... Ja, ja, ja. Jetzt müssen wir quasi ins Klo. Nochmal durch die Spiegelwelt. Und dann können wir die Augen in die Tür einsetzen. Ich musste gerade überlegen, welche Tür war das denn nochmal? Das kann ja... Das kann ja nur die sein. Alter, was ist hier denn los? Noch ein Skalpell? Jetzt haben wir schon mal zwei Skalpells. Skalpell in der Mehrzahl. Skalpelle? Skalpels? Ich weiß es nicht. Ernsthaft? Muss ich kämpfen? Komm, ich will nicht kämpfen. Oh nein, ich muss kämpfen, glaube ich. Was? What the fuck? Was soll ich denn drücken? Wie geht's mir denn jetzt überhaupt? Scheiß die Wand an. Ich nehme jetzt nochmal so einen Gesundheitsdrink, zwei Stück am besten. Ja, und dann kann ich ja nur kämpfen jetzt. Stirb, du Biest! Oh nein! Nahkampf, Flasche, Toaster! Jetzt gibt's auf die Fresse! Ja, nee, ist klar. Er hat zwei Schlitze für Brot. Treff doch mal, Junge! Oh, bist du so doof, oder? Ah, direkt kaputt? Okay. Ich hab grad gar nichts geblickt. Zukunftsobjekt. What is this? You.
What was that thing? This isn't happening. Are you okay? Sorry, did I startle you? My name is Lisa. I'm a trainee here. Are you waiting for someone? No. No, I'm just... Well, I'm done here. Name's Travis. Nice to meet you, Lisa. You sure you're okay? You look a little shaken up. Sorry. No, it's okay. To be honest, I've been a little off all day. I was in a fire last night. I think it boiled my brain a little. The fire in the business district? How awful. I heard about that. No one knows how it got started. And that poor girl, Alessa Gillespie, to die like that. Alessa? She died? Yes. Sorry, did you know her? No. But... Never mind. Well, I have to run. Dr. Kaufman wants to meet me over at Cedar Grove Sanitarium, and he'll be mad if I'm late. Maybe see you around? Take it easy, Travis. You too, Lisa. Alessa Gillespie, dann war die Alte, die wir ganz am Anfang gesehen haben, tatsächlich Alessa. Der Geist wahrscheinlich, der jetzt hier als kleines Mädchen dargestellt wurde, auch. Aber die ältere Frau, die am alten Haus war, das gebrannt hat, das war, glaube ich... Oh, wie hieß die denn? Auch Gillespie. Boah, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Aber ihr wisst, wen ich meine. Aus Teil 1 halt. Nicht Alessa Gillespie, sondern ich muss das eben googeln. Das macht mich wahnsinnig. Mir liegt der Name quasi auf der Zunge. Silent Hill... Dahlia, genau, Dahlia. Dahlia Gillespie. So, sind wir denn jetzt hier quasi fertig, oder wie ist das? Oder muss, oder wie, oder was, oder wo, oder ist, warum ist denn jetzt alles schon wieder... Ist jetzt alles normal hier, oder was? Warum ist denn jetzt alles weg? Abgeschlossen. Hä, ich kann, was? In welcher Zeit bin ich denn jetzt? Und warum wache ich ständig auf irgendeiner Bank auf? Was nimmt denn der Typ für Drogen? Dass der ständig auf der Bank wach wird. Gib mir davon was. Ich will das auch. Von der anderen Seite verstanden. Kann ich denn jetzt hier... Aber der Fahrstuhl kommt nicht. Ich wusste gar nicht, dass ein Fahrstuhl kommen kann. Ich dachte, der erscheint. So, ja. Und nichts wird eingezeichnet. Das ist auch interessant. Jetzt ist sie auf. Jetzt können wir hier rausgehen. Aber ich würde sagen, bevor wir das tun, sehen wir uns in der nächsten Folge von Silent Hill Origins wieder. Ich habe nämlich gleich auch noch einen Zahnarzttermin, damit meine Zähne endlich mal besser werden. Das heißt nicht, dass ich schreckliche Zähne habe. Ich habe schöne Zähne. Aber, die sind sehr empfindlich seit meiner Zahnreinigung. Ein paar Leute von euch haben das tatsächlich schon mal angemerkt in den Kommentaren, dass ich komische Lippenbewegungen mache oder so. Das liegt daran, dass die irgendwie super kälteempfindlich sind, selbst wenn ich Luft hole, da kriege ich Gänsehaut bei. Von daher hoffe ich mal, dass die das gleich irgendwie beheben können oder was auch immer. So, ich verabschiede mich und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schaltet also ein, wenn es soweit ist, und dann geht's hier raus aus dem Alke Miller Hospital. Das eben war übrigens Lisa, auch aus Teil 1. Die nicht gemerkt hat, dass sie tot ist. Das war doch der Charakter, ne? Ich glaube doch. Falls ihr nicht wisst, von wem ich spreche, dann schaut doch einfach mal bei mir im Silent Hill 1 Let's Play nach. Wir haben nämlich fast alle Silent Hill durchgespielt. Und Origins ist jetzt quasi noch auf meiner, ja, ungespielten Liste an Spielen. Von daher, ja, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Kommentare, beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Dann geht's hier weiter mit unserem Tracker, der in Silent Hill gefangen ist und sich immer noch fragt, warum wache ich ständig auf irgendeiner Bank auf? Genauso wie ich. Von daher, macht's gut, Peace, bis dann und haut rein.